Willkommen zurück in der Schmackokalypse. Wir befinden uns aktuell im Gerichtsgebäude, haben gerade ein schönes Schläfchen gehalten. Jetzt ist es 10.30 Uhr, wir haben ganz schön lange geschlafen. Und ja, haben jetzt das Gerichtsgebäude einigermaßen erkundet. Und werden aber jetzt ein bisschen weiterziehen. Wir wurden bereits einmal angefallen und leider schon gekratzt, das sich auch ein bisschen infiziert hat. Aber ansonsten ist alles gut, ne? Ansonsten ist alles gut, kein Problem. Unser lieber Tollfuß Schmollfuß kommt hier ganz gut zurecht. Da draußen wartet schon jemand auf uns, der uns abholen will. Ich würde ja gerne mal hier raus, weil hier stand, glaube ich, ein Auto. Frage ist nur, sind hier einiges an Zombies draußen? Da sind auf alle Fälle schon mal zwei Stück der Zombies. Da unten ist einer. Wo ist denn das Auto? War das weiter oben? Nee, da ist es. Ich würde mal sagen, dass wir mal kurz hier wagemutig rausspringen und versuchen, ins Auto einzusteigen. Habt ihr keinen Alarm? Sind wir eingestiegen? Nee. Auto ist verschlossen, leider. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Oh, da ist einiges drin, Leute. Wir nehmen das mal raus. Kommt da jemand? Ah, da kommt jemand uns besuchen. Im Erste-Hilfe-Kasten ist einiges drinnen. Unter anderem eine Tracht Prügel für den Zombie. So. Ah, leider nix. Da kommt nochmal einer. Oder zwei. Solange die so einzeln oder zu zweit kommen, ist es nicht so dramatisch. Wir haben ordentlich Schwung auf unserem Stock hier. Jetzt fall halt um. Was steht der denn so lange hier? Unfassbar, oder? Also der ist schon ganz schön lästig hier, der Kollege. Der ist ja richtig cool. Ach ja, aber hat hier pinke Unterhose an und einen pinken, das war doch ein Mann, oder? Und einen pinken BH, pinke Socken. Was ist denn mit dir? Wieso bist du denn so unglaublich stark gewesen hier? Oder war das der hier drüben? Verrückt, die Zombies, oder? Also das ist ja... So, wir gucken mal hier unten rein. Leider nix verschlossen. So, das heißt, wir haben hier erstmal freie Bahn. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Das sieht gut aus. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hoch und schauen mal in der Ecke hier oben, ob wir da irgendwas finden. Ist eigentlich mein Suchmodus noch an? Nein. Wir schalten die mal an. Vielleicht haben wir Glück und hier entdecken irgendwo was zu essen. Oh, da ist was los. Hat mich der jetzt schon gesehen hier vorne? Habt ihr das gesehen? Der hat auf mich reagiert. Mamas Mac Fudgingtons. Was auch immer Mac Fudgingtons ist. Aber es hört sich nach Essen an. Es hört sich schon mal nach Essen an, Leute. So, wir gucken mal. Hier oben sind drei. Oh, da sind ganz viele Autos. Aber leider hier keine Fenster in Bodennähe. Ein bisschen schade ist. Wir gucken mal hinter das Gebäude, ob wir dort eventuell... Ah, hier wären zwei Türen. Wenn wir die hier vorne ein bisschen einzeln weglocken könnten. Hat hier irgendjemand eine Tasche, die er trägt und nicht mehr braucht? Wenn da ein Auto funktionieren würde, ne? Mit Benzin vielleicht sogar noch. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ah, hier schon mal verschlossen. Irgendwie, irgendwas ist passiert derzeit. Oh, wir müssen noch ganz kurz schleichen, offenbar aufgestiegen. Wir müssen noch ganz kurz ins Inventar gucken. Der Erste-Hilfe-Kasten, ne? Kann man den Erste-Hilfe-Kasten... Man sieht ja da unten, da ist ein bisschen was dran, ne? Da ist irgendwas drinnen. Ich weiß aber noch nicht so ganz. Tasche umbenennen, bevorzugen. Muss ich das irgendwie entpacken? Wenn ich jetzt meine Verletzung mal kurz die Bandage entferne,
Frage ist, ob ich da mit dem Erste-Hilfe-Kasten was machen kann. Nee. Weil der hätte eigentlich Sachen dran. Tasche umbenennen. Gegenstand platzieren. Fall. Ich lass mal. Ah. Wattebällchen, Kühlgelkissen, Alkoholtupfer. Oh, das könnten wir gebrauchen, oder? Wir haben noch ein paar Stofffetzen. Ich nehme den Bandage nochmal weg hier. Wir ziehen das hier rüber. Und wir machen mal hier den Alkoholtupfer drauf. Desinfizieren. Und jetzt die Bandage oder den Stofffetzen drauf. Vielleicht hilft uns das wenigstens ein kleines bisschen. Na gut, der Kasten hier, kann man den noch irgendwie gebrauchen? Das könnt ihr mir mal sagen, ob man den Erste-Hilfe-Kasten noch für irgendwas gebrauchen kann, außer dass er quasi hier drinnen ist. Wenn ich jetzt hier Alkoholtupfer, chirurgische Nadel, das alles wieder hier reinlege. Das geht auch gar nicht, ne? Wir lassen mal das hier da. Vielleicht weiß das einer von euch, ob wir das nutzen können. Oh, ich fürchte das Schlimmste. Mit der infizierten Wunde. Okay, hier ist schon mal offen. Sehr schön. Einmal die Türe zumachen. Ist hier ein Lichtschalter. Sieht jetzt auch nicht so aus. Was ist denn das für ein Gebäude? Stofffetzen reinigen. Und hier ist irgendwo ein Radio. Oh, da könnte was zu essen sein, oder? Nudelholz, eine Schürze, Senf. Ist auch gegen Hunger, Leute. Ich nehme alles mit, was gegen Hunger ist. Frisch gefrorene Erbsen nehme ich auch mal mit. Aber die Ausbeute ist sehr gering. Oh, irgendjemand klopft. Wo klopft jemand? Hier vorne an der Tür? An welcher Tür klopft jemand? An der Tür hier vorne klopft jemand. So, eine nackte Frau. Ich glaube, jetzt ist ihr... Da draußen pocht auch nochmal jemand an der Glasscheibe. Ein Hausschlüssel, den nehmen wir mit. Hier unten... Uiuiui, auch wieder so Bürokomplex, ne? Also auch nicht wirklich etwas, wo wir aktuell Bedarf haben. Was ist das denn hier für ein hammerschwerer Durchgang? Meine Güte. Also so gut die Startposition jetzt war, der Kleber, den nehme ich mal mit, so gut die Startposition war, mittlerweile stellt sich da schon ein bisschen raus, hey. Oh, Nadel. Das sieht aus wie ein Schäufelchen. Auch umgangssprachlich genannt Spatula. Die lasse ich mal da. Oh, die brechen gleich durch hier. Zigaretten, yes, hat sich schon gelohnt hier. Nichts zu essen, aber Zigaretten, Leute. Oh Gott, wer klopft denn da so dramatisch an die Tür? Irgendwo auch noch ein Radio am Laufen, aber ich finde das Radio leider nicht. Ist hier draußen wahrscheinlich, ne? Ist niemand? Nee. Ist auch niemand. Wo zum Henker? Wer klopft da an der Tür hier? Ein Schwamm. Dadurch können wir, glaube ich, ein bisschen besser uns selber waschen. Mausefalle für die Kakerlaken oder so. Nee. Oh, das sieht nach Essen aus, Leute. Oh, das sieht gut nach Essen aus. Das sieht richtig gut nach Essen aus. Jetzt bräuchten wir natürlich nur noch irgendwie so Topf oder sowas. Lauter Öfen. Ich hoffe, hier gibt es Töpfe oder ähnliches. Salz, Küchenmesser, frisch ungekocht, Minzmeat nehme ich mal mit. Das Fleischerbeil wird ausgerüstet. Im Gürtel rechts. Küchenmesser bleibt da. Salz bleibt auch mal da. Kartoffeln. Aber leider keine Töpfe. Also wenn wir jetzt hier mal gucken. Kochen.
geht momentan gar nichts. Aber weil wir auch hier die Dinger, die sind so weit entfernt hier, die Sachen. Leute, hört mal auf, hier ständig zu klopfen. Das macht mich ganz irre hier. Ah, hier ist einer. Mach mal ein Lichtlein an. Eieiei, sind die hier unten? Hier unten klopft aber auch niemand. Na, dann komm mal raus hier. Schon wieder eine leicht gekleidete Dame. Haben die ihre Klamotten irgendwo vergessen oder was? Was denn da los? Eine Duschhaube hat die. Ist hier eine Dusche drin? Ist ja nicht mal eine Dusche drin. Na gut. Oh, das sieht nach Essen aus, Leute. Guck dir das an hier. Komme ich hier irgendwie rein? Wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Da kommen jetzt wahrscheinlich irgendwie 20 Zombies dann. Aber ist mir egal, ich habe Kuchen. Eine Einkaufstasche, Schwamm. Den Eimer würde ich gerne mitnehmen. Obwohl wir den wahrscheinlich jetzt noch gar nicht brauchen fürs Wasser sammeln. Ich lasse den mal da. Hier, ein Donut, den nehme ich mal mit. Solange er noch gut ist. Kuchenstück nehme ich mit. Schön in die Hosentasche gepackt. Cookie, Muffin, Keks. Jawohl, das ist ja ein Träumchen hier. Wunderbar. Fehlt eigentlich nur noch Kaffee. Kuchen, Kaffee und eine Zigarette. So sieht's aus. Okay, liebe Leute, jetzt gucken wir mal, ob wir hier rausgehen können. Hier unten. Sieht so aus, als wäre hier schon was kaputt gegangen. Kann ich hier durch? Also hier unten sehe ich jetzt nichts. Ach, meine Güte. Da wartet jemand auf uns. Uiuiuiui. Da wartet jemand auf uns. Meine Güte. Also das Rätsel, wer hier so Krach macht, ist jetzt nicht gelöst. Ne? Oh, da ist eine Bank hier vorne. Da sind... Oh, da wäre eine Tasche, Leute. Der hätte eine Tasche. Seht ihr das? Wir ziehen uns mal ganz... leicht zurück hier. Da kommen jetzt zwei auf uns zu. Wenn wir die jetzt einzeln abfrühstücken, so wie jetzt, ne? Dann könnte das klappen, Leute. Oh, ich bin wieder gebissen worden. Ach, du meine Güte. Bis... Oh, nee, alles gut. Alles gut. Uiuiui, das sah aber jetzt so aus, als hätte er mich gebissen. Vielleicht hat er nur den Stoff angeknabbert. Das kann auch sein. Uiuiui. Ich fange leicht zu schwitzen an, wie man hier sieht. So, die gute Dame hier. Aber wenn wir den, wenn wir die Tasche bekommen, das wäre so gut. So, hier ist alles okay. Da ist nichts dabei, was wir aktuell gebrauchen können. Und da kommt der Taschenträger. Eine kleine Tasche, keine große, aber zumindest eine Umhängetasche. Und ein Bauhelm. Den wir ihm gleich mal klauen werden. So, also, oh, Zigaretten hat er auch noch mit dabei. Eine Umhängetasche, die wird auf dem Rücken getragen. Ein Schutzhelm anziehen. Leute, der hat sich schon mal jetzt gelohnt. Auf alle Fälle hat sich der gelohnt. Da würde ich sagen, gönnen wir uns vielleicht gleich mal ein Stückchen Kuchen in sicherer Umgebung. Während hinten immer noch gescheppert wird hier. Durchatmen, wir sind nicht nochmal verletzt worden. Wir könnten eventuell noch ganz kurz unsere Stofffetzen reinigen, aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wir werden mal die Bandage entfernen, werden nochmal desinfizieren. Au, nur noch gekratzt, Leute. Nur noch gekratzt. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht nochmal desinfizieren. Aber das sieht schon gut aus. Die Infektion ist vorbei jetzt. Da gönne ich mir gleich mal ein Stückchen Zigarette. Und dann den Kuchen noch hinterher. Und ich bin wieder glücklich. Oh, ja, ja, ja. Was für ein Start. Ich dachte ja, ne, erstmal ruhig, schön entspannt looten. Pustekuchen. Pustekuchen, sage ich da nur. Wo ist der Kuchen? Muffin, Oatmeal, Cookie. Wir essen mal den Frosted Donut.
Wer weiß, wie lange der hält. Lecker. So, also wir haben ein bisschen geschwitzt, deswegen haben wir jetzt die Option Klamm hier. Weil das natürlich nicht so gut ist, wenn du schwitzig herumläufst. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier so in der Umgebung aussieht. Wir wollten hier oben noch ein Dings klauen, ein Auto klauen, wenn das möglich ist. Und wir wollten auch noch zum Feuerwehrhaus. Aber was wir zuerst machen ist, wir gehen jetzt Richtung Haus hier unten. Oh, kommt da schon jemand? Wir gehen Richtung Haus hier unten. Die Frage ist nur, da ist jetzt offenbar ein hoher Zaun. Ich springe jetzt einfach mal drüber. Das kann jetzt unser Tod sein. Aber ich will mal, wir gehen mal zu dem Gelben. Das sieht relativ groß aus hier. Wobei das auch sehr groß ist hier. Sehen ähnlich aus, diese. Wir gehen mal in das hier unten, in dieses Häuschen. Damit wir etwas weiter noch von den Zombies hier oben weg sind. So, Daumen drücken, dass wir nicht in eine Zombie-Horde springen. Okay, nur in einen Spielplatz gesprungen. Sehr gut. Das sieht vielversprechend aus. Erstmal so eine kleine temporäre Basis, ne? Nichts Festes jetzt. Ich sehe schon mal auf alle Fälle, hier können wir die Fenster zumachen. Wir bräuchten noch ein oder so zwei Laken. Macht er wieder zu hier. So, dann einmal zumachen. Dann gleich die Vorhänge zu. Brauchen wir hier, für hier vorne brauchen wir noch Vorhänge, die wir wahrscheinlich dann von einem anderen Häuschen klauen. Aber erstmal checken, ob hier irgendwo noch Zombies herumlaufen. Da wäre auf alle Fälle schon mal Waschmaschine und Trockner. Da ist schon zugezogen hier vorne. Müssen wir auch noch zuziehen. Nein, nicht entfernen, nicht entfernen. Einfach nur zuziehen. Und da vorne ist auch noch ein Fenster. Vorhänge zuziehen. Jetzt gucken wir mal, ob hier auch. Ja, hier sind keine Vorhänge zuziehen. Dann fehlt uns jetzt 1, 2, 3 Laken fehlen uns. Und die holen wir uns von hier drüben. Vom Nachbarhaus. Oder vom, ja, wir sind schon ganz hier unten. Von dem Haus hier. Holen wir uns mal kurz das Zeug. Oder wir holen uns das von oben. Das wäre ein bisschen sicherer. Weil wir hier oben eigentlich kein Licht brauchen. Weil wir uns eigentlich unten aufhalten, außer wenn wir dann zum Schlafen hier hochgehen. Vorhänge entfernen. Licht aus. Und dann können wir hier oben gleich noch schnell mal looten. Und das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Was liegt hier unten? Ob man im ersten Stock quasi auch die Vorhänge zumachen muss. Also ob die Zombies auch in den ersten Stock sehen. Oder ob es da egal ist. Taschentuch, First Aid nehme ich mal mit. Zeitschrift habe ich, glaube ich, genug. T-Shirt. T-Shirt langärmlich brauchen wir nicht. Dann können wir hier oben nächtigen. Da ist nochmal Bett. Ganz schön viele Betten hier in diesem Haus. Aber es ist ja auch ein großes Haus. Gut. Und dann hängen wir die ganzen Sachen hier unten ran. Ich glaube, wir sind dann einigermaßen sicher erstmal. Sieht ein bisschen aus wie jemand von den Village Peoples. Aber hey, wer behauptet denn, dass man nicht auch modisch schick... Oh, da kommt schon jemand. Komm, ich mach dir mal die Tür auf. Damit wir dich gleich mal weg haben, sonst pumpert und rumpert die gute Dame ständig bei uns an der Tür. Ist hier noch jemand? Da unten steht noch jemand. So. Türe zu. Dann eine Säge. Oh, Hammer ist, glaube ich, ganz gut. Batterie ist auch richtig gut. Ich höre schon wieder jemanden. Natürlich kommt nochmal jemand zum Rumpeln. So. War das die Dame vom
wir gerade hier unten gesehen haben. Es kann durchaus sein. Eine Jacke. Bisschen blutig, aber wir werden ja dann jetzt sowieso demnächst waschen. Wir ziehen die Jacke mal an. Ich glaube, nähen können wir noch nicht. So, Türe zu. Dann, hier drinnen ist leider nichts. Ich hoffe, ich habe nirgends ein Fenster. Da liegt noch einer, den gucken wir uns gleich an. Hier drin ist ganz viel Zeug. Werkzeugkasten, Stofffetzen, den nehmen wir mit. Eimer Bleichmittel. Wir bräuchten auf alle Fälle einen Topf, um unsere Stofffetzen zu desinfizieren. Das wäre gut, wenn das jetzt noch... Oh, da sehe ich schon einen Topf stehen hier. Perfekt. Gut. Liebe Freunde, wir haben eine erste kleine, stuckelige Basis gefunden. Das ist richtig gut. Wir plündern noch ganz gut den Herrn, der hier mitten in unserer Wohnung liegt. Er hat ein Buttermesser im Gesäß. Und ansonsten aber nicht viel zu bieten. Und eine Black Speedo. Was ist das hier? Was trägt er da? Was ist das hier für eine Kiste hier? Ein Näset. Da ist aber leider nichts drin im Näset, oder? Hier vorne, seht ihr das? Das sind lauter Scheren und so weiter. Oh, da ist ein Näset, Leute. Her damit. Kann ich mit dem Näset jetzt vielleicht sogar meine Klamotten nähen? Das ist jetzt die Frage. Wir gucken mal ganz kurz noch, bevor wir diese Folge beenden, unsere Klamotten an. Wir haben schon wieder leicht Hunger. Also, Klamotten. Da ist ja bestimmt irgendwas ein bisschen kaputt hier. Tanktop. Hat hier irgendeines ein Loch? Hier. Der Rollkragenpullover hat ein Loch. Schneidern. Stoff, Nadel und Faden benötigt für Reparatur der Kleidung. Wir hätten eigentlich Stofffetzen. Soweit ich jetzt weiß, ja. Aber vielleicht muss in diesem... Wir haben den Faden. Was wir nicht haben, ist eine Nadel. Wir haben eine chirurgische Nadel. Aber die ist wahrscheinlich so gekrümmt, da kann man... Aber die wäre eigentlich auch dazu gedacht, oder? Ich glaube, das Näset, dadurch, dass es leer ist, bringt uns das jetzt auch nichts. Also das können wir hier liegen lassen. Ich habe das Fleischerbeil noch. Na gut, ich habe den Hut hier noch mit dabei. Den brauchen wir nicht mehr. Na gut. Aber es sieht... Also vielleicht muss ich auch Schneidern erst lernen. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher, wie das funktioniert. Da habe ich nämlich noch gar nichts. Seht ihr das? Also vielleicht muss ich das mir erst aneignen, bevor ich so ein Loch flicken könnte. Ganz ehrlich, ich könnte mir jetzt im realen Leben auch nicht unbedingt vorstellen, ein Loch zu flicken. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen muss. Na gut, in der nächsten Folge werden wir die Küche ein bisschen plündern, werden unsere Stofffetzen desinfizieren. Da drüben sehe ich noch ein paar Bücher wahrscheinlich, ne? Landwirtschaft für Anfänger, nehme ich mal mit. Und Jagen. Da werden wir unsere Bücher einlagern hier vorne und werden dann ein bisschen was kochen. Ich hoffe, da ist einiges da.